Ich glaube, hier wohnt auch gar keiner. Das sieht sehr leer aus, alles. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holliday, 1851 bis 1887. Der ist aber auch nicht sehr alt geworden. Naja. Der Gambler, der an der Seite von Earp gekämpft hat. Wer ist denn wieder Earp? Uriah Earp oder was? Ach nee, das war jemand anders. Hallo? Diese Betten sehen nicht aus, als hätte sie jemand benutzt. Ein alter Fernseher. Noch mit Drehreglern. Die gibt's doch bestimmt heute noch in den USA, oder? Wyatt Earp, kenne ich nicht. Ein alter Spiegel. Was ist denn Wyatt Earp? Hä? Kenne ich nicht. Ein alter Schrank. In der Garderobe ist nichts. Amerikanische Geschichte, okay. Da kenne ich mich leider nicht aus. Beziehungsweise, nicht leider, aber da kenne ich mich nicht aus. Kann man sich hier Wasser aufdrehen? Hallo? Nein. Ich würde gerne das Wasser aufdrehen. Weiß nicht warum. Kumpel von Lucky Luke. Ah ja, okay. Man sagt, dass alte Spiegel die wahre Gestalt zeigen. Aber der ist so alt, der zeigt mein anderes Ich. Eine Kloschüssel. Na und? Eine Kloschüssel. Na und? Den gab's nicht wirklich. Ach so. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, die kennen mich nicht aus. Ihr könnt mir sonst was erzählen. Ich gehe wieder raus. So. Also hier in das Gitter möchte ich mal noch nicht reingehen, weil ich die Befürchtung habe, dass es bei dem Gitter weitergeht. Gitter. 02. Hallo. Hier ist niemand. Doc Holliday und Wyatt Earp schon. Ach, Lucky Luke meinst du? Hier ist so ein Vieh. Aber der hat doch schneller als seinen Schatten gezogen. Oh. Hier sind zwei Viecher. Wieder eine verdammt hässliche Frau. Hey, nicht beißen! Schön, ich schieße auf die hintere und die vordere kriegt vorn Pelz. Nicht beißen! Ich sagte nicht beißen, du blöde Kuh. Das war knapp. Oh Gott, das war knapp. Oh. Ich hatte noch 5 HP. So. Huch. Flackert sie denn so grün? Und nochmal. Ich kann nicht mehr. Oh, ich habe nur noch 11 MP. Am Manno. Oh, das ist so gut, dass man hier dauerhaft rennen kann. Oh, das ist eine Wohltat. Was? Was sprecht ihr hier? Was wollt ihr? Randanplan? Was ist denn Randanplan schon wieder? In der Garderobe ist nichts. Ist wieder ein Bild von Wyatt? Ein altes Porträt. Wyatt Earp. 1848 bis 1929. Hä? Wie hieß der andere nochmal? Der hieß doch auch. Der hieß doch Earp. Johnny Jumper? Was? Der. Hat er nicht eben ein anderes Geburtsdatum gehabt? Der ist doch viel älter geworden hier. Der Sheriff, der am OK Coral gekämpft hat. OK Coral? Ja, gut. Von mir aus. Hier ist noch eine Schüssel. Kein Klopapier. Naja, egal. Ey, Frauen müssen doch eigentlich jedes Mal oder fast jedes Mal nach einer Autofahrt aufs Klo. Gut, ich auch, aber... Der Spiegel ist völlig verdreckt. Das ist Wyatt Earp. Der andere war Doc Holliday. Nein, der andere hieß doch auch Earp, oder? Bin ich jetzt doof? Da war doch gerade jemand. Oder doch nicht? Ich sehe den Gemischtwarenladen. Warte mal, das war jetzt hier Wyatt Earp. Ihr macht mich fertig. Was? Doc Holliday. Doc Holliday gab es doch auch bei Red Dead Redemption, glaube ich, oder? Warte mal. Moment.
Wie hieß denn der hier an dem Bild war? Das war doch auch Irb. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holliday. Ach so. Hä? Kann er nicht eben was anderes? Bin ich jetzt doof? Ach so, der Gambler, der an der Seite von Irb gekämpft hat. Ah, okay. Ich bin jetzt doof. Okay, ich war doof. Bin auch schon müde. Doc Holliday und Wyatt Earp. So, hier hinten gibt es noch eine dritte Tür. Und eine vierte, sehe ich gerade. Da hinten in der Ecke, die habe ich gerade nicht gesehen. 03. Hallo? Scheint niemand da zu sein. Abgesperrt. Vier. Niemand da. Sie ist abgesperrt. Auch nicht schlimm, denn die haben nämlich noch hier noch dieses Gitter. Dieses Gitter. Knarrt. Was geht auf? Okay, nur noch Billy the Kid. Da gab es so einen Film. Der hieß der nicht Billy the Kid? Der war gut. Der hat mir gefallen. Oder? War das Billy the Kid? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall so einen Western-Film. Es gab mehrere Western-Filme, ich weiß, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der war. Oh, hier geht eine Tür auf. Was steht da? Haste? Was? Würden Sie bitte mal nicht so lasziv stöhnen, werte Frau? Die verwandelt sich doch gleich. Soll ich ihr eine geben? Hallo? Hallo? Ja, kotzt doch. Hallo? Was hat die denn für Oberarme? Für solche Oberarme? Hä? Wo sind ihre Klamotten hin? Sind die jetzt gefressen? Nee, nicht hauen. Nicht hauen. Gib's aufs Maul. Blöde Kuh. Unfassbar. So, wir haben wieder ein paar Punkte bekommen und ein MP Wasser. Oh. Ist hier noch jemand? Hallo. Was macht die Frau denn bitte auf dem Herrenklo? Ein Klo für kleine Männer. 4 Pinkelbecken. Bestialisch. Was? Warum denn bestialisch? Nur weil die ein bisschen eklig sind, oder was? Ein Männerklo. Ein Männerklo. Oder ist das hier eine Unisex-Toilette? Es stinkt. Ja, kein Wunder, so wie das aussieht. Gibt's hier noch mehr Toiletten? Hallo? Es ist zu. Behälter für Reinigungsmittel. Brauche ich wohl nicht. Ob sie wirklich hier sauber machen? Ich glaube auch nicht. Können wir mal aus dem Fenster gucken? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir dieses Etablissement. Wo komme ich hier hin? Um Gottes Willen. Wo komme ich denn jetzt hin? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben, oder? Weil hier komme ich wieder in irgendeinen Laden, wie es aussieht. Was ist das hier? Eine Mülltonne? Eine Mülltonne. Da ist etwas drin. Ja, da ist Munition in der Mülltonne. Natürlich. Wer schmeißt denn bitte Munition in die Mülltonne? Ja, das sind Amis. Typisch. Ist hier irgendwas zu sehen? Nein. Kann man hier rein? Motel Bronco. Wo ist der Inhaber? Es ist abgesperrt. Ich würde gerne diese Treppe hoch. Hier oben kommt doch bestimmt auch wieder ein Monster. Hä? Ist nicht mal ein Geländer dran. Also Sicherheit geht hier offensichtlich nicht vor. 05. Hallo? Drinnen ist niemand. Aber es ist auch abgesperrt. Zum Glück ist hier abgesperrt. Dann muss ich nicht alle Räume durchmachen. Ist ein Stockwerk. Ja. 06. Hallo.
Scheint niemand da zu sein. Und auch hier ist abgesperrt. Toll, dass ich an diese Tür dran gehe. Es ist niemand drin. Hier ist offensichtlich noch eine Räumlichkeit, aber hier kann man nicht reingucken, weil die Rollos davor sind. Hier kann man bestimmt reingehen. Das ist ein Stockwerk, brauchst du kein Geländer. Natürlich. Guck mal, hier ist sogar keine. Das ist so eine ganz winzig kleine Brüstung nur dran. Fallschirm. Ja, aber trotzdem, muss nicht sein. Lager. Klopft am Lager. Niemand drin. Ist auch abgesperrt. Fallen sollte man trotzdem nicht. Und einen Fallschirm bei einem Stock ist nicht sehr sinnvoll. Das würde dann bei mir nur so enden wie bei GTA. Ich mache den Fallschirm zu spät auf und lande mit der Schnauze im Dreck. Das ist nicht so gesund. Das macht man ein paar Mal, aber irgendwann fehlen einem dann die Schneidezähne. Das wäre nicht so toll. So, okay. Naja gut, dann gehen wir jetzt mal in den Laden. Deswegen gibt es keinen Fallschirm. Aber dann sollte man wenigstens Geländer dran machen. Saloon, Jean and Roy. Es ist noch geschlossen. 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 Jetzt mach doch mal auf. Ein defektes Motorrad. Hä? Wo muss ich denn dann jetzt hin? Hä? Knock, 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 Penny. Genau. Die Kinder wollen doch auch ihren Spaß. Ja, stimmt. Deswegen lässt man sie mit der Schnauze im Dreck landen. Ja, super. Hä? Ich habe doch jetzt aber nichts gefunden und ich komme nirgendwo rein. Hä? Hallo? Da hinten war nur der Eiskasten. Muss ich jetzt hier irgendwas machen oder kann ich wieder gehen? Hallo? Ich gehe nochmal zur Tür von dem Laden. Kann ich jetzt hier rein? War der Laden geschlossen? Ja. Gemischtwarenhandel, Jack Cactus. Abgesperrt. Ja, der Laden ist geschlossen. Aber Jack Cactus. Es ist zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Ha? Da ist jemand. Er starrt mich an. Da ist niemand. Ich nehme nochmal Muni mit. Besser ist das. Boah. Ich habe ja auch keinen Schlüssel oder irgendwie sowas bekommen, ne? Und ich würde auch trotz alledem immer noch gerne wissen, was passiert wäre, wenn ich den roten Schlüssel angemacht hätte. Dadurch hat das Spiel jetzt einen Wiederspielwert bekommen. Ich möchte wissen, was es mit dem anderen Schlüssel auf sich hat. Jack Cactus, der alte Stecher. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich kenne ihn nicht. Wie gesagt, ich kenne nur Cactus Jack. Und das war hier Wrestler. Mick Foley. Es gibt auch zu PE2 ein Lösungsbuch. Das ist super. Das werde ich mir jetzt aber nicht auch noch holen. Kriege ich Ärger mit der Regierung irgendwann. Kann ich nie machen. Ja, das war jetzt hier die Toilette. Hier. Jean and Roy. Ist noch geschlossen. Kann auch nicht drauf schießen. Geht's hier weiter? Hier geht's auch nicht weiter. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen doof. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier irgendwas? Drinnen ist nur Müll. Aber hier kam ich auch nicht rein, ne? Motel Bronco, wo ist der Inhaber? Ja, was weiß ich? Bronco Kulitschka. Hä? Sag mal, ich war oben, ja? Oben war doch sonst nichts weiter. Oder? Oder kann ich jetzt hier runterhüpfen? Nö. Hier ging es ja überall nirgendwo rein. Drin ist niemand. Und es ist abgeschlossen. Ich komme nicht ins Lager. Ich komme nicht da rein. Wo muss ich denn jetzt hin? Pavel Pipovic, genau. Scheint niemand da zu sein. Und es ist abgesperrt. Kennt jemand die Bulli-Parade? Ach, das waren noch Zeiten. Damals, als Bulli noch gut war.
Lager. Niemand drin. Und ist abgesperrt. Muss ich jetzt wieder in den Eiskasten reingucken oder was? Lang ist's her, ne? Lang ist's her. Hab ich jetzt wieder... Mir kommt's gerade schon wieder so vor, als wenn der Twitch-Chat schon wieder so ein übelstes Delay hat. Komisch. So, also auf der Toilette gab's nichts. Dann gehe ich jetzt nochmal nach hier vorne und guck nochmal in den Eiskasten. So, gucken wir mal, ob da was drin ist. Eine Eistruhe. Mir ist zwar heiß, aber kein Bedarf. Hä? Die ist abgesperrt. Vielleicht im Kopf? Wie, was im Kopf? Meinst du das Delay? Wenn das... Also wenn das jetzt auf das Delay bezogen war, dann haben wir ein wirklich großes Delay. Ist hier noch eine Tür? Hier ist gar nichts, ne? Gott verdammt nochmal, wo muss ich denn jetzt hin? Achso, Kopf im Eiskasten. Da ist doch ein Gatter. Wo ist ein Gatter? Ein Gatter? Meinst du jetzt hier? Ach, hier! Das habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Danke. Ich habe nie hingeguckt. Never ever. Wie man gemerkt hat. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin zu dem Eiskasten. Jetzt sieht man sie mal von nahen. Also das Modell ist eigentlich relativ detailliert gemacht. Ne? Also im Vergleich zum ersten Teil, muss man wirklich sagen, ist gut gelungen. Schick, schick. Kann man sich angucken. So, hier ist ein Brunnen und eine Tür. Ich gehe erstmal zum Brunnen. Hat gerade was gepönkt. Ein alter Brunnen. Das war so klar. Das war so verdammt klar. Das wusste ich. Spiel, ey. Hör doch mal auf da. Verschwinde, du Drecksvieh. Passt, zu wenig Holz vor der Hütte für Japaner. Ja, stimmt. Hilfe! Angriff der Fledermausmänners. Ja, also... Es ist nun mal keine Lara, ne? Wie viel kommen denn da noch? Die spawnen nach, die Drecksbiester. Hilfe! Ha! Schrotthandel Douglas. Betreten verboten. Es ist offen. Ich hau einfach mal ab. Dafür habe ich jetzt BP verloren. Bonuspunkte, schätze ich mal. Aber macht nichts. Gerade deswegen hätten sie eigentlich pimpen müssen. Ein kleines Reisbrett. Oh, hier liegt ein Brett voller Reis. Also doch Japaner. Up, down, turn. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Untersuchen. Kein Strom. Control Panel. Untersuchen. Bedienungstafel. Ja, super. Achso, Feuer, meinst du? Gegen die Ratten? Eine Öltonne. Drinnen ist Wasser. Wahrscheinlich Kühlwasser. Soll ich nochmal gucken? Komm, ich probier's nochmal. Muss mich aber vorher erstmal heilen. Nein, ich kann mich nicht heilen. Habe ich irgendeinen Heilgegenstand dabei? Item. Achso, Medizin hier. So, jetzt habe ich wenigstens wieder 82 HP. Na gut, probieren wir mal. Feuer. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, Feuer auf die Viecher zu ballern. So. Es ist dunkel, ich kann nichts sehen. Das klingt nicht wie eine Fledermaus. Ich höre ein Jaulen. Drinnen ist etwas. Heilige Scheiße. Kein Seil. Scheint unbenutzt zu sein. Ja, gut, dass es unten ist. Und nicht hier oben. Was auch immer das war. Der Weg ist versperrt. Also muss ich jetzt doch in den Laden rein. Gut, dass ich reingegangen bin. Hätte vielleicht noch ein Item abgreifen können, aber naja.
Nu ist zu spät. Dann gehe ich wieder rein.